Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein neues Thema. Heute geht es um das Thema Selbstgespräch. Zumindest Image Streaming ist für mich ein Selbstgespräch in einer gewissen Form, wie jeder das auch sehen will, um uns zu trainieren. Bekanntlich, es gibt genug Forschungen darüber, unsere Intelligenz zu fördern und vieles mehr. Es hat auch mit unserer Gesundheit zu tun. Auch die Meditation gehört dazu, weil es im Prinzip auch ein Teilaspekt des Ganzen ist, ein Teilbereich. Ne? Aber jetzt bleiben wir bei diesem Selbstgespräch, und zwar Image-Streaming. Ich richte meinen Blick nach innen, wir können es natürlich auch im Außen tun, wenn wir durch, egal in jeder Lebenssituation, es muss keine bestimmte sein, um es zu beschreiben im Selbstgespräch über unsere Sinne. Was ich jetzt in diesem Moment, das ist entscheidend, wahrnehme. Ich kann jetzt hier sitzen und beschreiben. Und es ist wichtig, dass man das eben laut macht. Die momentane Situation beschreibe, in der ich mich befinde. Ich sitze hier, zeichne mit der Webcam dieses Image Streaming auf, sehe mich selbst über eine Webcam und sitze hier in den Raum. Habe vorher ein bisschen eine Übung gemacht, die dieses Image-Streaming fördert. Und jetzt kann ich das Äußere beschreiben, zu sehen, was ich sehe. Ich sehe mich mit dem T-Shirt hier zu sitzen, Brille auf, die Haare, meinen Hals ist so ein Blickpunkt dann, oder auch das Gesicht. Ich kann mich darauf konzentrieren und kann auch dann hergehen, was ich gerade rieche. Es ist so ein normaler Geruch jetzt, den ich eigentlich gewöhnt bin von diesem Raum. Es ist nichts Besonderes, ich kann es fördern, indem dass ich irgendwas dazu nehme. Jetzt kommt ein bisschen Wärme, fühle über die Haut, über die Arme, diese Luft um den Körper herum. Nehme diese wahr, das Gehör. Meine Stimme, weit in der Ferne höre ich Kirchenglocken bis hin zum Knistern, die Uhr, wo tickt. Und dann gehe ich her und schmecke. Das habe ich momentan für den Geschmack. Ein bisschen vielleicht trocken, leicht vom Reden und habe dann das Bedürfnis, meinen Mund befeuchtet, das wirst du schon gemerkt haben. Also das ist so eine momentane Situationsbeschreibung zu machen mit diesem Selbstgespräch jetzt. Und wir können das Ganze auch mit inneren Bildern machen. Wie ihr auch verschiedene Videos auf meinem Kanal sehen könnt, wie auch noch weitere Folgen werden, auch in Meditationen, innere Bilder, innere Filme zu gestalten und zu besprechen. Und jedes Mal zu beschreiben über unsere Sinne. Und ein wichtiger Faktor dabei ist, dass du es regelmäßig tust. Und dieses Selbstgespräch hat den Vorteil, wenn du es aufzeichnest, und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Image Streaming, du kannst es jetzt machen wie ich über eine Webcam, um dich selbst auch zu beobachten. Du kannst es aber auch machen mit dem Tonband, mit dem Audio. Nur um dich zu hören, wie du es beschreibst, also das ist dir überlassen, ist deine Entscheidung, wie du es praktizieren möchtest. Aber wichtig ist, dass du es regelmäßig tust. Und dann gibt es auch noch verschiedene Übungen, die wo ich auch noch vorstellen werde über den Kanal, wie man das Ganze fördern kann, wie ich auch schon gemacht habe, mit dem Tauchen im Becken oder also verschiedene Sachen. Das hat mit unserer Sauerstoffzufuhr vom Gehirn zu tun. Und
Deswegen möchte ich dir empfehlen, das regelmäßig zu tun. Und das Wichtigste ist das Feedback. Das heißt, schau dir das Video an im Nachhinein. Und schau es dir an und du wirst sehen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Es kann vielleicht sein, ich habe es auch schon gehabt. Also, dieses Video kann ich nicht online stellen. Gerade am Anfang, weil mir so viel nicht gefallen hat oder es hat mir gar nicht gut gefallen. Und ich zeige es dann jemand anders, der mir ein Feedback gibt. Und die sagen, oh, ganz interessant und so. Also, das ist der Unterschied, dieses Feedback selbst oder auch noch andere. Mit der vertrauten Person kannst du das gut machen. Zum Beispiel Lebenspartner oder dergleichen. Oder also dieses Selbstfeedback oder auch von außen, von jemand anders. Und du wirst merken, umso länger du das machst, umso mehr filterst du diese Dinge raus, die dir nicht gefallen. Wie wenn du auf ein Instrument spielst. Es ist so ein Beispiel in dem Buch von Wim Wenger über Image Streaming, über Musikinstrument. Ich habe es noch nicht getestet, muss ich sagen, weil ich bin ja wirklich nicht musikalisch. Ich höre gern Musik, aber selber singen oder dergleichen nicht so besonders. Und da hat mein Lehrer in der Schule schon immer gesagt, ja, passt schon, passt schon. Also das ist so das Thema mit dem Singen. Wenn ich jetzt vorsingen würde, dann hätte ich jede Menge an negativ Geschichten hier bei dem Video. Also lassen wir es lieber. Okay, mit Musik könnte man da auch auf ein Instrument könnte man probieren. Und da geht es eigentlich gar nicht um das, dass man per Noten ist, das Instrument lernt, sondern in uns diese Klänge zu produzieren. Es kann eine Geige sein oder eine Gitarre oder was auch immer, oder Klavier. Und gar nicht so groß, einfach seine innere Melodie zu spielen. Und über diese Theorie jetzt, also ich kann es nicht sagen, ich habe es noch nicht probiert. Ich müsste es mit einem Instrument ausprobieren, das mir irgendwie zusagt. Vielleicht teste ich das nochmal. Das heißt, es filtert sich genauso diese Negativklänge, die uns nicht gefallen, was wir gespielt haben, filtern wir heraus. Und mit der Zeit, wenn man das regelmäßig macht, wird das, was uns gefällt, immer besser. Und so entsteht eine Melodie, die wir selber kreiert haben. Also, ob es dann ein Hyper wird, ist wieder eine andere Geschichte, aber was uns gefällt, wird immer mehr. Genauso ist es auch mit dem Selbstgespräch, meiner Meinung nach. Das heißt, umso öfter ich es mache und tue und mir ein Feedback hole und es wieder mache und wieder Feedback hole, für mich selber oder auch anderen, umso mehr kristallisiert sich raus, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und jetzt zum Schluss von dem Video, dass ich da nicht unbedingt jetzt so eine Länge ziehe, wäre mir wichtig, euer Feedback zu dem Thema. Wichtig wäre, probiert es aus, beschäftigt euch wirklich intensiv mit diesem Thema. Ja, auch für Kinder unheimlich wichtig, wenn du Kinder hast. Dieses Image-Streaming, ihre Bilder, fördert die Kreativität, die Intelligenz, auch es beschleunigt das Lernen und vieles mehr. Es ist ein sehr interessantes Thema. Also Feedback von euch und macht es. Man muss es tun, verstehen, erleben und integrieren in sein Leben. Und zu mehr kommst du in diesen Fluss rein. Okay, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.